Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu The First Descent. Ich hatte euch ja versprochen, dass ich euch einen Heli-Build oder eine Heli-Build-Idee euch noch mit auf den Weg gebe, auch wenn es so keine roten Mods gibt. Und das viel früher als erwartet, weil Heli einfach komplett broken ist. Und unabhängig davon, da ich euch die Build-Idee gleich zeige, auch zwei, drei Worte dazu, weil ich glaube, da werden wir das allererste Mal sehen, dass ein Charakter genervt wird. Wir haben bislang immer nur Buffs gesehen. Es gab noch nicht einmal, dass ein Charakter genervt wurde. Es gab diesen Keil-Bug, aber da wurde der Bug nur entfernt. Aber ansonsten wurde ein Charakter noch nie genervt. Es gab ein paar Kleinigkeiten bei Bunny und so, aber es gab noch nie irgendwie einen harten Nerf. Aber ich glaube, Heli wird der erste Charakter sein, der einen harten Nerf bekommt, weil wenn man sich mal anguckt, was ich hier gerade spiele, ich spiele einen durchdringendes Licht, was gerade mal Level 30 ist, war noch nicht einmal auf Level 40. Ich habe das nicht einmal mit einem Modul hochgemacht. Ich habe lediglich einen Energieaktivator reingemacht, um noch ein, zwei Module mehr reinzupacken. Aktuell die Standardsachen drin, wie verstärkter Drall, Schwachpunktvisier, Wirkung, Gegenwirkung, Konzentrationspriorität und Schwachpunkterhöhung. Das sind wirkliche Standard-Module, nichts Ausgefallenes oder so. Und da könnte man noch mehr reinmachen. Und bei Heli selber, die ist gerade auf Level 40, kein Energieaktivator, nicht ein einziger Kristallkatalysator drin. Und das Einzige, was drin ist, ist Notfallmaßnahmen, Frontlinien, Kältespezialist auf Max und Fertigkeitskonzentration für den Crit-Schaden. Und damit two-shottet ihr Bosse. Müsst ihr euch mal überlegen. Ich habe nicht ein einziges Mal die Waffe oder den Charakter gelevelt mit dem Kristallkatalysator. Ein Energieaktivator in durchdringendes Licht. Und insgesamt sind nur 10 Module verbaut. 10 Module als Vergleich. Bei Glay habe ich 14 oder 16. Also viel, viel mehr Module und viel, viel mehr Kristallkatalysatoren und Energieaktivatoren drin. Und hier ist es einfach lächerlich. Ich will euch nicht zu lange auf die Folter spannen, ich zeige euch das einmal. Und dann müssen wir nochmal drüber reden. Natürlich der Pyromane, es geht aber auch gegen andere Bosse, aber Pyromane ist halt sehr schwach gegen Eis, deswegen bietet es sich hier am besten an. Er hat noch ein paar Sachen gleich zu den Komponenten zum Reaktor und so sagen, aber damit ihr einfach mal versteht, wieso Heli so unfassbar broken stark ist. Es sind eigentlich zwei Attacken, die bei ihr viel zu stark sind und dazu noch eine Buff-Attacke. Was ihr macht, ist die dritte Attacke zünden, sobald der Pyromane auf dem Boden aufgekommen ist, weil damit erhöht ihr eure Crit-Rate und macht, dass ihr immer crittet. Ich mache immer, sobald der Boss auf dem Boden ist, ihr könntet das aber auch ein bisschen früher zünden, aber da fehlt mir noch MP, weil ich habe Heli halt nie gelevelt, deswegen muss ich da ein bisschen drauf aufpassen. Aber sobald der jetzt da so ist, dann zünde ich den. Und das erste, was ihr macht, ist dann die zweite Attacke zünden. So, versucht ihr natürlich gut zu treffen. So, da macht ihr mal eben 10 Millionen, dann ist er auf dem Boden. Und dann bam. Bam. Ah, nicht getroffen. Mann, ah, das ist natürlich schlecht für den Vorführeffekt. Aber wenn ihr einfach ein besserer Spieler wärt als ich, wäre der jetzt tot. Deswegen will ich das Ganze auch nochmal zeigen. Einfach, weil es so schön ist. Ja, ich bin halt einfach kein guter Spieler, es ist einfach so. Aber da hat man gerade schon gesehen, 10 Millionen mit der ersten Attacke und dann jeweils 5 Millionen mit der Ult-Attacke, die ihr viermal drauf hauen könnt. Und dann ist der Boss down. Einfach weil es so schön war, machen wir das Ganze noch einmal. Vielleicht treffe ich auch dieses Mal. Wichtig ist, dass ihr natürlich nicht zu nah rangeht, weil der passive Effekt und so, Schwachpunktschaden, dann groß wird, wenn ihr weit weg seid. Wir versuchen das Ganze jetzt einfach noch einmal. Klar, warum nicht? So, 10 Millionen. Die Ult zünden. Er ist da drauf. Dann da drauf. Da drauf. Und das war's. Also es ist... Also nicht, dass das so stark ist, aber ich habe die halt 0 gelevelt. Die ist einmal auf Level 40. Und ein Boss... Der macht ja nichts. Wie lange waren das? 5 Sekunden oder so? Mein Rekord war 5 Sekunden. Diesmal waren es 8 Sekunden. Das ist halt wirklich einfach nur dumm stark. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz auf die Reaktoren ein, weil diese Woche kann man leider noch keinen Reaktor für Heli farmen. Was ihr benötigt, ist ein Kältereaktor mit durchdringendes Licht mit der Steigerung auf Singular-Fertigkeiten. Ich habe jetzt hier Dimensionsfertigkeiten. Und hier unten als Bonus habe ich dann noch, hier habe ich Crit-Rate, da könnt ihr aber auch Crit-Schaden reinnehmen.
Und Bonus-Fertigkeitsangriff gegen Kolosse, da könnt ihr aber auch was anderes nehmen, wie Crit-Schaden oder Schwachpunkt-Schaden oder sowas. Aber dass ihr diesen Reaktor mit durchdringendes Licht, Kälte und Singular habt und als Komponenten die komplette Metzler-Reihe mit den 26% mehr Fertigkeitsstärke. Und ja, durchdringendes Licht ist gerade mal bei mir auf Level 1, also auch nicht hochgelevelt. Und dann macht ihr diesen unfassbaren, dummen Schaden. Ja, ich viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen, außer dass Haley, ich denke mal, der erste Charakter sein wird, der irgendwann mal genervt wird. Vor allen Dingen müsst ihr mir überlegen, es sind noch keine roten Module mit dabei. Erinnert euch zurück, Ultimate Lepic, rotes Modul. Ultimate Glay, rotes Modul. Ultimate Bunny, rotes Modul. Die roten Module machen einen extremen Unterschied, ob ein Bild krass ist oder nicht. Und hier ist Haley so unfassbar stark, ohne dass ihr irgendein rotes Modul drin habt. Das kann nochmal exponentiell nach oben gehen. Ihr wisst, wie manche rote Module richtig, richtig krass an Stärke zunehmen beim Charakter. Ja, schreibt mir gerne eure Meinung unten in den Kommentaren. Glaubt ihr, Haley wird der erste Charakter sein, der genervt wird? Jetzt am Donnerstag, glaube ich, kommt ja die große Änderung zu den Invasionsmissionen. Da wird es auf jeden Fall auch nochmal ein Video geben, was da genau alles geändert wurde. Kommt ja auch Multiplayer rein und. Ansonsten würde ich mich natürlich wie immer über ein Follow auf den Kanal freuen, wenn ihr das alles nicht verpassen wollt. Über ein Like auf dem Video und ich sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.